So, guten Tag. Sie befinden sich auf dem YouTube-Kanal von Gerd Moll. Am Steuer sitzt Gerd Moll persönlich, also ich. Ich bin sozusagen der Chef und auch der Mitarbeiter, also der einzige Mitarbeiter des Kanals. Deshalb wurde ich auch diesen Monat wieder einstimmig zum Mitarbeiter des Monats gewählt. So, ich habe wieder die Kopfkamera drauf. Schmerzhaft für mich, aber was tut man nicht alles für seine Kunden? Oder für die Zuschauer natürlich, für die Viewer. Ich muss mal schauen, dass ich hier so ein bisschen modernere Worte benutze, dass wir dieses bisschen Angestaubte von den Fahrschulen so ein bisschen wegkriegen. Ich befinde mich auf einer Prüfungsfahrt, die heute Morgen stattgefunden hat, also auf den Spuren dieser Prüfungsfahrt. Und wir schauen mal, was dieser Fahrschüler alles so gemacht hat. Ich verspreche euch spannende Sachen mit einem überraschenden Ende. So, ich erzähle natürlich auch immer ein paar Sachen zum Fahren, wäre ja sonst langweilig. Das heißt, ihr seht, ich fahre jetzt laut Tacho 48, ich fahre mit Tempomat und somit hält das Auto automatisch den Abstand. Ich brauche in der Ortschaft 15 Meter Abstand, das entspricht 3 Autolängen, wenn ich 50 fahre. So, hier muss ich ein bisschen auf, oder nicht ich muss aufpassen, sondern ihr seht, der Gegenverkehr muss aufpassen. Das ist ganz schön bequem so. Ich kann eigentlich einfach durchfahren. So, der Prüfer hat gesagt, wir fahren die nächste links. Das heißt, ich gucke schon mal ganz nach rechts. Dann schaue ich in den Innenspiegel, setze den Blinker, damit der Prüfer zufrieden ist. Ich achte darauf, dass ich ganz nach links gehe, nicht wie der Vordermann hier. Ich schaue ganz nach links, ich schaue nach rechts. Und seht ihr, ich habe ihn extra engagiert, dass er so, ja, jetzt gerade noch macht das einigermaßen richtig, so im letzten Moment. Aber ihr seht, wir fahren perfekt dran. So, ich gucke links, ich gucke rechts, da kommt ein Auto und ein Radfahrer. Links, aber das reicht mir locker. Also fahre ich schön raus, gehe in den zweiten Gang, fahre hier gemütlich vor, bleib natürlich von dem Schutzstreifen für Radfahrer weg. Guck, was mache ich mit dem Auto? Ich fahre jetzt einfach durch, seht ihr? Dann gehe ich runter auf 20 und weil ich nicht gezögert habe, hat es wunderbar gereicht. Und jetzt hat der Prüfer gesagt, wir fahren rechts, also Innenspiegelblinker rechts. Ich gehe in den ersten Gang, weil das ein verkehrsberuhigter Bereich, schau rein. Und jetzt sage ich meinen Fahrschülern immer, mach hier einen Schulterblick für den Prüfer, wie der Torwart früher eine Parade für die Galerie. Wir fahren die nächste rechts, auch hier mache ich wieder einen Schulterblick für die Galerie, für den Prüfer. Und dann sind wir hier reingefahren. Ich mache jetzt die Originalprüfungssache. Der Prüfer hat gesagt, halten Sie kurz an. Dann war da vorne eine Parklücke, wo das weiße Auto steht. Da hat der Prüfer gesagt, da wollen wir einparken. Jetzt müssen wir kurz warten, hinter uns ist ein Auto, das parkt. Das heißt, ich parke jetzt einfach hier ein, wie er das gemacht hat. Seht ihr, er ist also reingefahren. Ich weiß gar nicht, ja, er hat es, glaube ich, mit dem Dings gemacht. Mit dem ganz normal, wie man es bei mir mal lernt, mit Vorfahren. Dann hier schauen, nach hinten schauen, in die Spiegel schauen. Schön zurück, so. Und dann sind wir hier schön reingefahren. Das hat er also einigermaßen gut gemacht. So, und jetzt hätte ich mir vom Prüfer eigentlich gewünscht, obwohl der Prüfer gut war, dass wir vorwärts rausfahren. Weil hinter uns war ganz blöd ein Auto gestanden. Dann hat der Prüfer gesagt, wir fahren rückwärts rechts raus. Das heißt, er musste hier echt ganz knapp fahren. Ich demonstriere das mal ein bisschen. Das heißt also, er ist praktisch hier hinten, musste ganz dicht auf das Auto drauf. Seht ihr, hier, da muss man dann immer hoffen, hoffentlich funktioniert der Piepser, ja, also es hat, aber er hat wirklich alles gut gemacht, obwohl das alles so eng war, ist er super hier rausgekommen, hat gut eingeparkt und so fängt doch die Prüfung schon mal richtig gut an und es geht links weiter. Lob vom Fahrlehrer nach dem Einparken, also die Prüfung läuft. So, geradeaus weiter, rechts kommt niemand, links niemand, rechts ist wichtig, weil wir kommen aus einem verkehrsberuhigten Bereich.
Und rechts ist ein verkehrsberuhigter Bereich, würde also heißen, da wäre rechts vor links, wenn jemand gekommen wäre. Wir fahren weiter schön mit 20. Ich kann hier eigentlich auch ohne Gas fahren, wenn ich Bock habe. Dann läuft nämlich das Auto so knappe 18, 19. Und es ist also irgendwie nicht notwendig, dass ich hier jetzt noch so ein kleines bisschen Gas gebe, dass das Auto 20 fährt. So, ihr seht, wir wechseln in die Tempo 30 Zone. Ich kann ein bisschen Gas geben, aber ich würde nicht so viel geben, weil da kommt ja der Kreis. Das heißt, ich schaue auf den Kreis, ich gucke keine Fußgänger. Da kommt ein Radfahrer, der fährt aber raus, also kann ich schön weiter. Und wir gehen auf der anderen Seite raus, schön mit Blinker. So, dann schauen wir. Genau, und er hat es genauso gemacht wie ich jetzt. Er ist hier durchgefahren, dann hat er die Autos gesehen und dann hat er hier angehalten. So, seht ihr? Sehr schön, weil da vorne darf ich nicht drüber fahren. So, ist natürlich, naja, oder? Also das sind so Sachen, wo man sich fragen könnte, warum? Also erstens mal, warum macht man so dieses komische Dings dahin? Und zweitens, was würde da jetzt wehtun, wenn ich da kurz drüber fahren würde? Aber das sind nicht unsere Probleme. Wir haben die Straßen nicht gebaut. Wir haben auch diese Regeln nicht gemacht. Wir müssen sie nur befolgen. Das Problem ist nämlich, wenn ich sie an der Prüfung nicht befolge, dann könnte es zum Durchfallen führen. So, ich habe genug Platz mit dem Bus. Das heißt, ich gehe ein bisschen rüber, kann schön weiterfahren. So, und jetzt wollte der Prüfer die nächste rechts fahren. Die nächste rechts heißt Innenspiegel, Blinker rechts, dann nochmal in den Innenspiegel, ich gucke, wo ich rum muss, ich gucke nochmal in den Innenspiegel und fahre schön rüber. So, hier habe ich Vorfahrt. Die nächste wollte er links fahren, also null Problem. Das heißt, ich mache den Blinker links, ich gehe hier schön hoch, ich gehe in den ersten Gang, gucke, dass ich langsam hochgehe, gucke links, gucke rechts und dann kann ich hier fahren. Das mit dem Fußgänger war völlig in Ordnung, weil der hat keinen Fußgängerüberweg. Ich komme von vorne, ich musste den also nicht rüberlassen. Keine Angst, das war okay. So, jetzt kommen wir zu einer Angststelle, weil hier war der Fahrschüler schon mal durchgefallen, weil er den Grünpfeil nicht beachtet hat. Deswegen hat er es diesmal ganz sicher gemacht. Er hat angehalten, so, und ich darf jetzt sowieso weiterfahren, weil grün ist, aber er hat so gemacht, er ist einfach mal vorsichtshalber mindestens eine Minute stehen geblieben und dann erst ist er weitergefahren. Das war natürlich etwas übertrieben, aber was soll's, hat funktioniert. Wir waren weiter auf der Strecke. Dann hat der Prüfer gesagt, wir fahren die nächste rechts weiter und bitte ordnen Sie sich so ein, dass wir dann nach Pfrohndorf fahren können. Also, auch kein Problem. Das heißt, man bleibt schön rechts, man hat schön die Ampel, man kann schön so in den rechten Außenspiegel ein bisschen schauen, man guckt nach vorne, was ist denn hier so los. Dann kann man schauen, was auf der, wenn man, wenn es einem langweilig ist, kann man ein bisschen Fernseher schauen da vorne, das ist schon eine Prüfung, beruhigt etwas. Wenn ich hier sehe, Reiser, ah, da Corona Warn-App kann ich mir runterladen. So, jetzt läuft da so ein alter Mensch mit seinem Fahrrad. Das könnte jetzt interessant für mich werden, weil wenn ich abbiege, kriegt der, glaube ich, auch grün. Da hinten seht ihr den Radfahrer. Und das ist nämlich wichtig. Bevor ich Fernseher gucke hier, muss ich nämlich schauen, was hier los ist. Seht ihr, jetzt geht er nämlich los. Und jetzt muss ich den nämlich natürlich rüberlassen. Ich kann ganz langsam vorrollen, da kommt niemand mehr. Das heißt, ich kann jetzt weiterfahren. Sehr gut gelöst. Ich bin also zu Recht Mitarbeiter des Monats, muss ich wieder feststellen. So, jetzt geht's hier hoch, hier haben wir 40 und jetzt weiß ich nicht mehr genau, in welchem Gang er gefahren ist. Gehen wir mal davon aus, dass er im, na, ist er im dritten gefahren? Weiß ich nicht richtig, oder im zweiten. Auf alle Fälle hatten wir bis hierher kein Problem und ab der Ampel gab es ein kleines Problem, weil er ist jetzt, schaut auf den Tacho, 47 gefahren. So, und dann ist er erst hier und dann ist er erst 50 gefahren. Er war also ziemlich früh schon über 40 und ihr kennt die neue Regelung, wer sie noch nicht kennt, dieses OPFEP,
Und zwar, wenn ich innerhalb geschlossener Ortschaften schneller wie 5 Kilometer zu schnell fahre und es nicht zeitnah innerhalb von 3 Sekunden wieder ausgleiche, bin ich durchgefallen. Das heißt also, wenn der Prüfer ganz hart gewesen wäre, dann wäre jetzt die Prüfung schon zu Ende gewesen. Da hat er nachher drüber geredet, dass er also gesagt hat, da war schon ein bisschen Probleme, aber das hat er dann einfach nochmal sozusagen beide Augen zugedrückt, dann klappt es. Auch ich war jetzt ein bisschen schnell vor lauter Begeisterung. Da wackelt der Mitarbeiter des Monatstitels schon wieder ein bisschen und ich muss 70 fahren. Ist jetzt so 73, ich bin jetzt außerhalb geschlossener Ortschaften. Jetzt darf ich nicht schneller wie 10 Kilometer fahren und muss dann innerhalb von 3 Sekunden wieder anpassen. Aber so bei 74 ist alles in Ordnung. So, dann komme ich jetzt raus aus den 70. Das heißt, ich schalte den Tempomat aus und gebe selber wieder Gas. So, dann gehe ich in den fünften Gang, gehe gemütlich hier durch, schaue weit nach vorne. Ich sehe wunderbar, alles ist frei, es kommt die schöne Kurve. Ich kann schön rum. Und der Typ, der gefahren ist, der war leider immer bei seinen Prüfungen nervös, nervös, hypernervös. Das hat man gemerkt, er ist jetzt hier reingefahren. So, seht ihr, und jetzt kommt immer das an der Prüfung so, ho, 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 nichts falsch machen, nichts falsch machen, so, und jetzt kommt, ein Schild, 30, dann fahre ich jetzt lieber mal 30, seht ihr, dann ist er hier 30 gefahren. Und es ist ja nicht so, dass wir hier noch nie gefahren sind. Hier, es sind ganz normal 50 und ihr habt gesehen, dieses Schild ist von Frohndorf aufgestellt und da steht, bitte 30 fahren. Aber es ist keine Verpflichtung und deswegen kann man hier 50 fahren. Aber ihr seht, was passiert, er hat da noch nie drauf geschaut gehabt beim ganzen Fahren und auf einmal in der Prüfung sieht er das und auf einmal geht's voll ab. Ihr seht, ich habe schon in den Spiegel geschaut, ich werde hier ein bisschen langsamer, ich gucke wieder in den Spiegel und wieder werden alle sagen, oh Gott, der blinkt gar nicht. Und wisst ihr warum? Weil ich es viel wichtiger finde, dass ich hier rauskomme. Ich bin nicht so weit rausgefahren, dass ich in den Spiegel schaue, dass das alles funktioniert wie blinken. So, wir gehen die nächste links weiter, hat der Prüfer gesagt. So, und hier hat er jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Er ist nämlich von ganz links hier, von ganz rechts nach links abgebogen. So, vor uns war ein Bus, der war so langsam. Dann hat der Prüfer gesagt, wir fahren die nächste rechts weiter. So, dann sind wir hier rechts weitergefahren, seht ihr, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Dann fahren wir hier schön vorbei. So, und dann hat der Prüfer gesagt, so, schauen Sie mal da vorne, da kommt eine Einmündung. Wir möchten mal nach der Einmündung anhalten und dann rückwärts um die Kurve fahren. Also die Übung rückwärts um die Kurve, das heißt, ich kündige das an, ich fahre hier ran, ich halte hier an und dann bleibe ich einfach kurz stehen. Dann kommt hinter mir der Radfahrer, den lasse ich vorbei. So, ich stelle den Spiegel runter auf R, dass ich das Ding hier sehe. Dann schaue ich schön um die Kurve, gucke mir alles an. Ich muss dann bloß runter. So, und was er jetzt gemacht hat, er ist jetzt einfach ziemlich flott mit Kupplung draußen hier rumgerast. Also wir waren schon in dem Tempo unterwegs und hat dann hier praktisch so kurz irgendwie gebremst, schräg, ist rein und wollte da gleich wieder, halt, stopp, was machen Sie denn? Und dann hat er, ja, ich bin losfahren, fertig. Und dann hat er gesagt, langsam, Sie müssen ja erstmal ganz rumfahren und dann anhalten und so. Und dann denkt man, okay, dann ist er wieder zurück. So, und dann hat er so geschaut. Und dann sind wir gerade rangefahren und dann hat er hier angehalten. Und ihr seht ja, auch das war einfach nicht normal. Seht ihr, dass man da einfach den Rückwärtsgang reinmacht, so krass rückwärts schnell um die Kurve fährt, kaum steht, den Gang rein und wieder losheizen will. Das zeigt einfach, dass die Nerven blank liegen. Da habe ich zu ihm gesagt, komm, schnauf mal durch richtig und dann einfach wieder ganz normal weiter. Also hat er durchgeschnauft und hat der Prüfer gesagt, okay, fahren wir rechts weiter. Dann gucken wir mal hier. Da kommt ein Auto, das heißt, ich warte, bis das Auto vorbei ist. Und wenn das Auto vorbei ist, gucke ich mal links. Ja, Mädle fahren, wird man auf Deutsch. Sie getraut sich nicht. So, also gut. Also jetzt müssen wir warten, bis sie wieder weg ist. Und dann geht es weiter. So, dann sind wir hier hochgefahren. Haben wir hier geschaut, seht ihr, niemand kommt. Rechts vor links, richtig geschaut.
Das war alles kein Problem. Also die Rechts-vor-Links-Straße und so. Das hat alles gut geklappt. Hier geschaut, langsam geschaut, schön weitergefahren. Alles unter Kontrolle. So, dann auch hier sind wir schön gefahren. Jetzt hat er mit der Erde schön geschaut. Von weitem hat nochmal geschaut. Alles gut. So, jetzt gehe ich hier rüber und damit alle zufrieden sind und auch der Prüfer und mein Mitarbeiter des Monatstitel nicht in Gefahr ist, habe ich jetzt geblinkt. Habt ihr das gemerkt? So, dann gehe ich hier wieder gemütlich rüber und ich gehe wieder raus. Und Achtung, meine Damen und Herren, ich tippe nochmal den Blinker an. Ich schaue in den Spiegel. Herrlich. Es ist herrlich. Ist es nicht herrlich, mir beim Fahren zuzuschauen? So, wir gehen die nächste rechts weiter. Innenspiegelblinker rechts. Jetzt kann ich sogar noch in den Außenspiegel gucken. Habe ich alles schön gemacht. Ich gucke, was der LKW macht. Ich habe Vorfahrt. Ich schaue kurz. Schaue nochmal rechts. Schaue nochmal, dass mir niemand die Vorfahrt nimmt. Guck beim Rausfahren, dass niemand angeschossen kommt. Und ich kann richtig schön weiterfahren. So, 30 würde ich empfehlen. Nicht mit dem Zeigefinger, sondern einfach mit dem Daumen Set drücken. Dann kann ich weg vom Gas und ich kann entspannt hier runterfahren. Sollte es ein bisschen zu schnell sein, wie jetzt hier zum Beispiel bei dem Fußgängerüberweg, dann muss ich einfach bremsen. Da kann ich also nicht einfach mit Set durchprügeln und dann sagen, ja, das war der Tempomat ist so schnell durchgefahren, sondern ich bin ja der Fahrer. Das heißt, also wenn der Tempomat zu schnell fährt, muss ich natürlich da ein bisschen dagegen steuern und ein bisschen bremsen. So, wir fahren schön weiter. Dann kommt was, das hätte der Fahrschüler sehen müssen. Aber der Prüfer hat ihm sogar geholfen, hat dann einfach gesagt, wir fahren die nächste rechts weiter. Hätte er also nicht machen müssen, das hätte natürlich der Fahrschüler selber erkennen müssen, dass man da nicht reinfahren kann. So, er ist hier rumgefahren, hat schön reingeschaut und hat natürlich in dem Moment auch gesehen, dass das ein verkehrsberuhigter Bereich ist und hat natürlich zum Glück, oder nicht zum Glück, sondern er konnte es ja, er kannte es ja, das Auto jetzt einfach rollen lassen. Ich muss halt hier ein bisschen rechts bleiben auf der rechten Seite. Und das ist also noch so ein alter verkehrsberuhigter Bereich, der komplett durch Schrittgeschwindigkeit verlangt. Und ihr seht, dann weiß man manchmal, okay, man geht jetzt mal davon aus, dass das hier die Straße ist. Sollte jemand entgegenkommen, ein Auto, und ich brauche den ganzen Platz, muss ich einfach gucken, dass niemand kommt, kein Fußgänger, dann kann ich ganz nach rechts fahren. So, da kommt mir ein Auto entgegen. So, ich gehe hier schön langsam durch. Ich bleibe schon auf der rechten Seite. Ich hätte ihn auch durchwinken können, aber brauche ich nicht. Das heißt, ich gehe hier schön raus. Oh, und wieder ohne Blinker. Haben das so schlimm mit diesem Blinker. Und dann gehen wir wieder schön rüber. Auch hier, Leute, guck mal, wenn ich hier durchfahre, ich fahre einfach so links rüber. Ich kann gar nirgends anders fahren. Das ist hier einfach der Straßenverlauf und ich sage einfach, hier zu blinken ist einfach blöd. Also es macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Und wenn es 1000-mal vorgeschrieben wäre, also es gibt Sachen, die sind vorgeschrieben, die muss man so machen, die sind wichtig und es gibt Sachen, die sind vorgeschrieben und die sind teilweise einfach doof. So, jetzt habe ich es aber mal gesagt hier. So, guck mal, jetzt genauso, das ist jetzt genauso doof hier, seht ihr? Die Straße verläuft also links rüber, ich muss jetzt so hier links rüber fahren. Sollte mir aber jetzt jemand entgegenkommen, dann ist hier absolut kein Platz, dann muss ich rechts rüber. Das ist so ein bisschen Kunst am Straßenbau, wo teilweise auch nicht viel Sinn macht. Und Fahrschüler kriegen da dann oft einfach Probleme, weil sie gar nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Und man muss da einfach ein bisschen den normalen Menschenverstand, auf Österreichisch den normalen Hausverstand, walten lassen. So, wir gehen links weiter. Seht ihr, der Blinker links. So, hier haben wir keine Schilder. Das heißt, ich hätte Vorfahrt, wenn da von links ankommt. Und so, wie ich mich recht erinnere, heute Morgen einer richtig schön fesch die Vorfahrt genommen. Was haben wir hier? Hier ist auch eine Straße. Jo, also haben wir schön geguckt. Da kommt ein LKW. So, dann gehe ich schon hier langsam runter. Und wir fahren links weiter. Also schön langsam, schön schauen. Gut, frei. Hier kommt der VW.
Den lasse ich durch. Links ist immer noch frei. Ich gucke nie den Autos zu beim Herfahren, sondern wenn von rechts ein Auto kommt, dann gucke ich, was links los ist. So, hier auch keine Probleme. Richtig schön lässig durch. Genau da. So, da kann ich auch durch. Und auch hier ist viel wichtiger, dass ich gucke, dass das funktioniert, dass ich an dem Auto vorbeikomme, dass das mit dem anderen Auto geht, wie dass ich da 125 Schulterblicks oder irgendwas mache. So, dann wieder hier. Schön lässig runter, schön gucken, aufpassen, dass ich vorbeikomme. So, und jetzt kam eine große Schwachstelle von ihm. Und zwar immer, wenn Autos stehen. Und hier sind Autos entgegengekommen und er hat hier mal wieder so ein paar richtig schöne, heiße Begegnungen gemacht mit den Autos, also viel zu weit rechts rüber gefahren und so. Also das war echt, oh, er hat mir geblinkt. Das blicke ich natürlich gleich, gebe Gas, fahre rüber. So, jetzt blinke ich ihm mit der Lichthupe einmal und ich winke ihm, yeah, cool. So macht man das als PKW-Fahrer. Das heißt, man muss das sofort erkennen, wenn der, der mir entgegenkommt, mir ein Zeichen gibt und mich fahren lässt. Das gehört auch mit zum Autofahren dazu. So, ich kann ein bisschen Gas geben hier. Ich darf ja 50 fahren. So, und ihr seht ja, okay, er hat ein paar enge Begegnungen gehabt, die einfach scheiße sind. Sage ich jetzt mal einfach so, knallhart, scheiße. Der Fahrlehrer sitzt an der Prüfung drin. Du musst praktisch bis zum letzten Millimeter lassen, weil du genau weißt, in dem Moment, wenn du eingreifst, ist die Prüfung vorbei. Manche Prüfer... Oder ein Prüfer hat mir schon auch schon gesagt, er wartet praktisch, wenn der Fahrlehrer nicht eingreift, dann war das in Ordnung. Ja, und es ist immer so eine Sache. Eigentlich müsste man oft früher eingreifen. Und dann ist aber das Geschrei immer groß. So, das war doch zu früh und alles und so. Stimmt nicht. So, ich kann hier im dritten Gang rum. Seht ihr, ich gucke hier schön rein. Richtig schön rüber. Nicht vors Auto, sondern richtig rum. Gehe hier schön durch. Fahr richtig lässig runter. Und hier war eigentlich auch alles okay. Also ich kann mich jetzt an... Ah, auch hier hatten wir so ein, zwei Sachen, wo wir so ein bisschen arg weit rechts waren. Aber kann man verzeihen, solange nichts passiert. Er hat es noch rechtzeitig gemerkt, war es noch okay. Aber ihr seht, er war ständig unter Spannung. Das ist also nicht so, dass da irgendwann mal so eine Lockerheit geherrscht hat, sondern es war immer so eine Grundspannung da und die sich ab und zu in diesem zu schnellen um die Kurve fahren rückwärts oder auch, was war die andere Situation, einfach nochmal entladen hat, kurz so. Aber er muss ja jetzt hat er ziemlich viel geschafft, er hat schon die zwei Grundfahrübungen gemacht. Er muss jetzt nur noch zum TÜV zurück. Dann kam gleich auch wieder so eine etwas so eine komische Sache. Und es ist immer so, wenn Fahrschüler so unter Spannung sind, dann machen sie einfach Sachen, die nicht so richtig erklärbar sind teilweise. Und zwar hier hat der Prüfer jetzt gesagt, wir fahren rechts auf die Kraftfahrstraße. So, und er ist jetzt hier abgebogen, ich kann es jetzt einfach nicht machen, ohne links überhaupt zu beachten. Seht ihr? Er hat überhaupt nicht nach links geguckt, sondern er ist einfach so reingefahren. Und da musst du dich dann halt auch fragen, hat er das jetzt geblickt, aber er hat vorher auch nicht geschaut gehabt, sondern das war einfach so eine komische Fahrt. Wobei er kaum hat er diesen Scheiß gemacht, sozusagen, macht er hier wieder perfekt. Er fährt perfekt um die Kurve, er gibt perfekt Gas, guckt richtig, guckt, fährt perfekt rein, macht den Blinker aus und fünfte Gang, 100 Punkte. Er ist weitergefahren, das war heute Morgen so ähnlich mit LKWs, hat den Blinker gemacht, hat geguckt und ist schön rausgefahren. Optimal. So, und dann ist er hier gefahren und jetzt nimmt sozusagen das Schicksal seinen Lauf. Manchmal versteht man es echt nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, was passiert hier. Ja, wir kommen nicht richtig an dem vorbei.
Das heißt, ich gehe wieder rüber, aber ich muss ein bisschen in Abstand. Das ist einfach blöd hier. Ihr seht, wenn man hier 120 fahren will, ihr dürft ja nicht schneller fahren, fährst du immer so blöd mit den Autos wie gerade eben. Die tun langsamer, dann tun sie mal wieder ein bisschen schneller und so, dass du eigentlich nie richtig überholen kannst. Seht ihr, wir fahren jetzt 110. Jetzt gucken wir mal, was die da vorne fahren. So, wir haben LKWs überholt und jetzt war das einfach so blöd, dass hier wirklich eine ganze LKW-Kolonne unterwegs war. Also LKW, 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 LKW. Weil der Prüfer hat später gesagt, eigentlich wollte er hier jetzt zurück zum TÜV fahren. Also wären wir eigentlich hier raus und dann wäre die Prüfung zu Ende gewesen. Aber wir sind geradeaus weitergefahren. So, dann ist er rechts rüber. Er ist ohne Tempomat gefahren. Ich weiß nicht, ob er ohne Tempomat gefahren ist. Aber er ist ziemlich genau 117 gefahren hier. So. Geschwindigkeitsbegrenzung 120, 117 voll in Ordnung. Jetzt kommt Geschwindigkeitsbegrenzung 100 und wir sind elegant mit 117 weitergefahren. So, dann sind wir hier gefahren, dann kam die 100 und dann hat er irgendwie gemerkt und dann ist er praktisch langsam runter mit der Geschwindigkeit, aber das war schon zu spät und somit war die Prüfung beendet. Easy driving, perfect with yellow cap. Cruise to city and get your driver's check. Easy driving, perfect.